Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zur DKE-Tagung 2015. Anders als im Leben, wo sich biologische Systeme dem Wandel anpassen müssen, haben wir in der Technik die Chance, den Wandel zu gestalten. Und das gilt ganz besonders natürlich für Ingenieure und in besonderem Maße für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie, den starken, wenn nicht den stärksten Treibern dieses technischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels. Bereits die erste elektrotechnische Norm, die berühmte VDE 0100, hat gezeigt, welche Bedeutung dabei den Normen und Standards zukommt. Sie sind grundsätzliche Voraussetzungen für technologischen Wandel. Und da vollzieht sich im Moment ein rasanter Paradigmenwechsel. Durch die zunehmende Komplexität und Konvergenz von Technologien wird Normung von einem Begleiter der technologischen Veränderung letztendlich zum Enabler, zum Ermöglicher, zum Gestalter der technologischen Veränderung. Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, steht unsere diesjährige Tagung unter dem Motto Wandel wird Standard. Wir sind maßgeblich an diesem technischen Wandel, an Fortschritt und Innovation im Bereich der Elektrotechnik beteiligt und schaffen letztendlich die unverzichtbaren Voraussetzungen für die digitale Gesellschaft. Gerade im Bereich der konvergenten Technologien, der smarten Zukunftsthemen, bei denen ganze Systeme betrachtet werden müssen, sind eng aufeinander abgestimmte Normen und Spezifikationen wichtiger denn je. Sie sind Grundvoraussetzung für Innovation. Ohne dass Vereinbarungen über das Zusammenwirken im System getroffen werden, findet keine Innovation auf diesem Gebiet mehr statt. Und das ist eine ganz wesentliche Veränderung, der wir uns letztendlich entgegengesetzt sehen, die wir annehmen müssen. Bei diesem Paradigmenwechsel hat sich die DKE heute schon an die Spitze der Veränderungsbewegung gesetzt, wenn man das so sagen darf. Wir haben zum Beispiel in der IEC durch unser Engagement dafür gesorgt, dass frühzeitig schon der Systemgedanke aufgegriffen wurde, dass Systemkomitees auf IEC-Ebene initiiert worden sind als Antwort auf die immer steigende Komplexität dieser Querschnittsthemen. Wandel wird Standard und Standards schaffen Wandel. Unverzichtbare Voraussetzungen letztendlich für Wandel. In diesem Bewusstsein geht die DKE inhaltlich und methodisch, und dazu werden Sie heute noch eine Menge hören, neue Wege. Und für die deutsche Elektro- und IT-Branche ist es dabei von zentraler Bedeutung, dass auch die Normung sich diesen Wandel stellt, dass sie mitgeht. Sie muss an die Herausforderungen dieser digitalen Welt herangeführt werden. Und vor diesem Hintergrund hat die DKE, und ich glaube, da sind wir wirklich der Sache voraus und vielen anderen auch voraus, ein Programm entwickelt, Normung 2020. Das ist nicht nur eine Aufgabe, das ist auch eine große Verantwortung, die der Normung in diesem Zusammenhang zukommt. Eine technische Verantwortung, aber auch eine soziale und vielleicht auch eine ethische Verantwortung. Um all dem gerecht zu werden, müssen wir eben auch bereit sein, uns selbst zu verändern, unsere Methoden, Prozesse, vielleicht auch unsere Einstellung zu gewissen Dingen anzupassen, und dieser Veränderungsprozess muss angegangen werden. Wandel wird Standard und Standards bringen den Wandel voran. Meine sehr geehrten Damen und Herren, arbeiten wir gemeinsam daran. In diesem Sinne möchte ich die DKE-Tagung 2015 eröffnen. Dankeschön.